halten. Weiter! Ich habe vor 2 Wochen erfahren, dass ich Leukämie habe. Verdammt. Ja, also hat meine Schwester einen Test gemacht, um zu sehen, ob sie als Spenderin in Frage kommt. Doch leider ist sie nicht kompatibel. Verdammt. Und sie ist gar nicht meine Schwester. Verdammte Scheiße. Dumm gelaufen. Was? Ja. Aber wie es aussieht, habe ich einen Bruder. Und dieser Bruder sind Sie. Was redet der da für einen Scheiß? Der taucht hier auf mit seiner Streberfresse und will mein Knochenmark. Ich habe nichts mit dem zu tun. Ich will verstehen, warum wir beide getrennt wurden. Wir hätten zusammen sein können. Wenn du wüsstest, wie oft ich an diesen Jungen gedacht habe. Viele Jahre lang. Hätte man euch mir anvertraut, dann hätte ich euch beide behalten. Ein Glück, dass wir sie gefunden haben. Das mit dem Rückenmark, das hat super geklappt. Allerdings, was ist denn los? Ich brauche jetzt eine Niere. Und vielleicht spendest du mir dazu auch noch eine Lunge? Wie jetzt? Nein, das war ein Witz. Wie lange spielst du schon Posaune? Die Wahl war Fußball oder Blasmusik. Wir haben unseren Dirigenten verloren. Habt ihr schon einen Ersatz gefunden? Du solltest selbst dirigieren. Lass das, jetzt fang du nicht auch noch damit an. Ich helfe dir. Warte, ich habe noch nicht zugestimmt. Papa. Das ist super, Jimmy, das ist super. Woher willst du das wissen? Du hörst doch gar nichts. Aber ich sehe dich. Oh, da hast du's. Man muss Ziele im Leben haben. Und später wirst du dann natürlich der Leiter der Musikschule. Ich? Eine Schule leiten? Wetten? Ich war schlecht in der Schule. Der eine spielt in einer Blaskapelle, der andere macht klassische Musik. Das ist ja voll krass. Ja.